Ach, das sei der ja. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der 17. Ja, ich komme gerade vom Frühstück. Butcher und Anneliese sind noch oben. Gerd ist schon am Pflügen und Hector auch. Butcher, da kriege ich jetzt von Anneliese was zum, dass er nicht mehr so die Blähung hat, die er gestern hatte von der Bohnensuppe. Und ja, und wir sind jetzt hier am Gülle fahren. Ich habe hier einen neuen Vorführer. 514er Profi. Fan. Ja, wir sind jetzt am Gülle-Tiel ist da, ne? Wir fahren jetzt Gülle, ackern gleich unter und nehmen auch gleich die Kombination und machen es zurecht, das Feld, damit wir dann sehen können. Da oben ist Hector, wie man sieht. Und der macht das. Ja, wir haben jetzt also die Gülle Grube, sagen wir mal, die ist, ja, da sind 400 Kubik drinne. Das reicht für alles, was wir hier zu machen haben. Ja, Gerd ist hier am Ackern, man sieht's. Ja, Gerd ist ein bisschen krank, ne? Wisst ihr ja, aber sonst ist mit Gerd alles in Ordnung. Dann fahre ich hier mal das erste Fässchen hin, da war ich schon. Na gut, das hat er jetzt, da ist nichts hingekommen, aber ist nicht schlimm. Muss ja alles nach 2 Stunden geaggert werden, aber wie man sieht, nach 2 Stunden geaggert. Es wirkt sogar schon nach 5 Minuten ist das schon, was wir gefahren haben, durchgeaggert. Ja, das läuft eigentlich. Ja, der hier ist dann sogar mit GPS, Radgewichten und so alles gemacht, weil ja, mit dem kann man dann schon ein bisschen was machen. Das ist schon ein schöner Schlepper, mit dem man ein bisschen was arbeiten kann, wo man ein bisschen mehr Technik will, aber fürs Güllefahren hätte auch der EAC gereicht, aber wenn ich doch den habe, kann ich da den nehmen. Ne? Wofür braucht man dann einen anderen? Ja. Ah, wo fahre ich denn rum? Nicht hingeachtet. Oh, Hector macht das da unten anscheinend auch so gut. Das scheint zu laufen. Ja, da kommt dann Bohnen rein und hier auch Bohnen. Und drüben auch Bohnen. Wir brauchen erstmal Bohnen. Aber der Mama auch noch Weizen und so. Ja, der Schwiegervater, der hat jetzt auch mein Schwiegervater. Der ist jetzt auch dabei, der hat einen Lohner bestellt, der macht jetzt seine, die im letzten Video angesprochenen Flächen macht er gerade durch. Also er wird, die werden gehäckselt halt. Aber ganz Pflanzensilage wird davon gemacht, weil ja, das kann man nicht mehr, das kann man dann nicht mehr als mehr Futterqualität verkaufen, ne? Das ist ja das Schlimme. Ja, da soll es bald Regen geben, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Das ist ein bisschen die Kruste wieder im Feld dann, aber schauen wir mal. Ja, dann fangen wir dann auch bald an zu sehen. Und wir müssen noch Mist fahren, das steht auch noch an. Ah, der Mist, der kommt ja woanders hin. Die Schlepper hier, das ist schon ein geiles Teil. Hier kann man was anfangen. Hier auch schön Indoor. Kann man, hat er auch. Hat er auch. Aber, ach, was soll's. Komm, machen wir die auch mal auf. Haben wir zwar Geruch, aber das gute Gülle, die riecht nicht so schlimm.
ist mit dran gewohnt hier auf dem Land. Ich das überall hinter jeder Hecke ist und Digga Schweinestall. Mensch, Mensch. So. Ja, Gerd ist nur ganz schnell mal. Der ist nur ganz schnell mal auf die Toilette, ne? Der hat das ja. Der ist ja ein bisschen krank, ist der, aber. Ne, deswegen. Aber der steigt gleich wieder ein, der kommt an. So, fahren wir mal hier oben das Vorgewende voll. Ja, die Folge, denke ich mal, wird ein bisschen kürzer, weil die letzten 27 Minuten. Das kann man nicht. Nö. Nee, das ist nicht gut. Ja, morgen will sich dann Butcher durch die weite Welt in der Heide begeben. Ne? Der will dann mal Richtung Windelbach und so, will er da mal hin und will dann da mal gucken, wie es da aussieht. Aber dann will er auch noch mal hierher kommen. Das ist ihm auch wichtig, dass er dann hier bei uns noch mal hinkommt. Ja, was denke ich denn hier? Mensch. Ich alles auf dem Weg. Das gibt mega von der Straßen. Das gibt mega hier von hier den Straßen, die immer hier mit der Kehrmaschine drüber fahren. Naja, nicht schlimm. Hector macht das, Hector ist kerngesund. Der kam jetzt auch die Tage erst wieder vom Urlaub. Ja, Lehrling Leandro, der hat auch noch wieder Urlaub. Weil im Moment halt nicht viel zu tun ist. Das ist mehr so der Erntehelfer Press, der dann immer hier beim Pressen hilft und so. Oh. Mist muss dann auch wieder gefahren werden und sauber gemacht muss werden. Ja, muss alles gemacht werden. Ganzer Haufen, da können die gar nicht mehr rein. Du, moin, was Mist fahren oder so. Mal gucken, also moin oder nachher. Heute Abend, denke ich mal, müssen fahren. Gut, aber während das fast voll läuft, sage ich auch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Ist voll, ne? Ja, wir sehen uns dann moin wieder. Bis dann, ne? Tschüss.